So, jetzt gehe ich los. Eieiei, ich muss dieses Zahl 43 finden. Wo die wohl sein wird? Nicht schon wieder einer! Naja, genau gesagt wollte ich etwas Wichtiges mitteilen. Apropos Wichtiges. Ich habe ein ganz tolles Kuchenrezept erfunden. Es enthält viel Schokolade und ganz viel Zuckerguss. Lecker. Willst du vielleicht auch ein Stück probieren? Nein? Na gut. Obwohl, mir fällt eh gerade ein, dass ich die letzte Ladung schon alleine aufgegessen habe. Also kann ich dir eh nichts anbieten. Naja, okay. Ich gehe mir mal einen neuen Kuchen besorgen. Bis dann. Halt, stopp! Du wolltest mir doch etwas Wichtiges sagen. Nee. Mir fällt da nichts ein. Du wolltest doch gerade etwas. Ach so, du meinst die Kleinigkeit mit dem Zerstören eines der Schutzschildgeneratoren? Das ist nicht so wichtig. Aber ich habe ein riesen Kuchenproblem, bei welchem ich Hilfe benötige. Wo ist der verdammte Schutzschildgenerator? Ganz ruhig, ich sag's dir ja schon. Kuchen. Schneller, ich bin in Eile. Der Generator befindet sich in einem kleinen Haus am Hafen. Du brauchst aber auch Werkzeug. Dieses findest du in einer Werkzeugkiste unterm Hafenkran. Okay, er sagte, da hinten gibt's Werkzeug. Bei dem Kran? Nein, okay. Hier ist kein Werkzeug. In einer Box soll das... Ah, da ist eine Box. Sehr gut. Sehr gut. Okay, gut. Jetzt habe ich Werkzeug, jetzt muss ich nur noch finden. Das soll in einem... Da hinten ist ein Häuschen. Ist sonst noch weiter hinten etwas? Hier stehen keine Häuschen. In einem kleinen Häuschen soll das ja sein. Hier hinten ist kein Häuschen mehr. Naja, dann gehe ich erstmal da rein und gucke, ob die Zahl 43 und dieser komische Ständer wieder hier ist. Da ist es. Sehr gut. Okay. Abbauen. So, und weg. So, wie kriege ich das untere jetzt weg? Ich glaube, ich muss das Werkzeug wechseln. Und weg. Sehr gut. Und wieder weg. So, jetzt gehe ich... Wo gehe ich jetzt hin? Stimmt. Ich habe das andere Schutzschild in der Stadt noch, was ich zerstören muss. Na, wie geht es dir so? Was nun? Ich habe den Generator zerstört. Was hat es mit den Köpfen auf sich? Und woher kommt ihr Geister, verdammt nochmal? So viele Fragen. Schokolade stellt nie so viele Fragen. Gib mir eine Antwort, sonst könnt ihr den Rest ohne mich machen. Okay, okay. Vielleicht noch ein Tipp? Wenn ich so genervt bin, backe ich immer Kuchen. Das beruhigt. Och komm schon, lass es bitte. Beantworte einfach meine Fragen. Vor 300 Jahren wurde unser Planet durch die Industrie und Luftverschmutzung zerstört. Wir kamen hierher, um ein neues Leben zu beginnen. Andere Planeten? Wie viele seid ihr denn? Auf der Erde leben nur noch 10, jedoch leben im Rest des Universums noch viel mehr. Aber nun Schluss. Zerstör den letzten Generator. Danach ist deine Aufgabe erfüllt. So, ich mache mich jetzt auf den Weg in die Stadt. Ich glaube, dass es eigentlich ein sinnvoller Weg ist, die Lösung zu finden und das Geheimnis hier mal ordentlich zu lüften. Wenn ich dieses Schutzschild zerstört habe, dann werden sie mir meine Fragen hoffentlich beantworten. Und dann geht es hier endlich weiter. Und ich hoffe, dass mich die Geister nicht jedes Mal wieder so erschrecken. Hier ist ein Vergnügungspark. Pripyat war um diese Jahreszeit Jahrmarkt. Da oben ist ein Helikopter. Wow, okay. Hier sind Stoffplüschtiere. Naja, man sieht, wie schnell das Ganze hier verlassen wurde. Okay. Ein Spielplatz. Eine Dartscheibe. Davon steht ein Taxi. Das ist eigentlich ein Wunder. Das sieht eher aus wie in so ein amerikanisches Modell. Was macht das hier? So. Jetzt muss ich nach rechts, genau. Darüber ich,
und dann ein bisschen weiter noch rechts halten, dann müsste ich direkt auf den Platz wiederkommen. Ja, stimmt, hier ist das Hotel, in dem wir den Geist das erste Mal getroffen haben und das Skelett gesehen haben. Und wenn wir weitergehen, dort vorne, dort wird es sein. Ach, das sieht alles hier... Jedes Mal, wenn ich hier wieder vorbeigehe, denke ich mir wieder, wie krass es eigentlich ist. Eine so verlassene Stadt habe ich in meinem Leben echt noch nie gesehen. Ich frage mich echt noch, was die russischen Soldaten für eine Rolle hier spielen. Vor allen Dingen, warum sie mich nicht aufhalten. Haben die mich noch nicht entdeckt? Eigentlich hätten sie ja mein Lager schon gefunden. Ich frage mich, ob ich das Rätsel auch noch lösen kann. Jetzt muss ich erstmal nach oben gehen und hoffen, dass das etwas noch da ist. Oder dieses Schrein, dieses Schutzschild. Ich weiß noch immer nicht, wie ich es nennen soll. Im Namen ausdenken war ich nie gut. So, dies werde ich nun auch abbauen und zerstören. Ich bin gespannt, was dann passieren wird. So, das erste ist weg. Jetzt wieder das untere wegmachen. Werkzeug wechseln. So. Und weg. Und wieder nach draußen. Noch kein Geist aufgetaucht. Geister? Oh, ich hab geschossen! Lauf, 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 lauf! Peng, peng! Wer hat wohl auf ihn geschossen? Schreibt es mir nun in die Kommentare. Und wenn es euch gefallen hat, dann bewertet doch bitte einfach das Video. Und wenn ihr nichts mehr verpassen wollt, könnt ihr natürlich diesen Channel abonnieren. Und ja, ich bin gespannt, wie euer Feedback zu dem Ganzen aussieht. Ja, es ist irgendwie krank. Sind jetzt mehrere Monate, wo ich jetzt schon weg bin, beziehungsweise ein bis zwei Monate, wo ich nicht mehr vom PC sitzen darf. Aber ich habe ja alles im Vorhinein aufgenommen, also yippie-yay der Voraufnahmen. Und damit verabschiede ich mich heute rein und tschüss!